Also hier, das ist jetzt... Genau, das sind alles handgefertigte Skateboards. Ja. Also der Teil, der aus Holz besteht und ein Teil der Skateboards, die man in diesem Raum hier sieht, ist von Künstlern aus Kassel gestaltet und ein anderer das ist ja Teil interessant. Von Künstlern aus der Nähe von München. Toll. Es gibt ganz viele unterschiedliche Techniken. Wir haben ganz links einen Linoleum hier. Aha. Links. Ganz links, genau. Rechts daneben ist Acrylfarbe, da steht jetzt Ölfarbe, aber das ist Acrylfarbe. Ja. Dann hier Ölfarbe. Diese hier sind aus der Nähe von München. Ja. Wenn man hier weiter schaut, das ist Siebtopffarbe. Ist das auch? Das ist auch wieder in Öl gemacht. Also die letzten 30 Minuten cool. Cool. Sagenhaft. Klasse. Und in den anderen beiden Räumen ja, sind dann Skateboards ausgestellt aus einer Sammlung. Die sind nicht selber von mir gestellt, ja. Sind auch nicht selber gestaltet. Okay. Aber das sind bekannte Grafiken aus der Entwicklung der Skateboards. Das ist ja mega. Also da, das ist zum Beispiel 94. Cool. Madonna. Ja. Ich glaube, der Schiffer hat ja sagen hat. Toll. Feuer und. Ist ja auch witzig. Okay. Ja, ist aber wie sind denn da so die Preise? Bei diesen Sammlerstücken. Ach, das sind Sammler. Also die sind jetzt nicht zum Verkauf. Die sind nur okay. Ja, ja. Es gibt da eine Sammlerszene, je nach Rarität. Ja. Okay. Also ich glaube, dass ein günstiges wäre so vielleicht 150 Euro. Liegt, okay. Aber das ist dann nach oben, wenn es original ist. Das ist nach oben.